Herzlich willkommen zurück zum Teil 4 der Großstadt. Und es hat sich ein bisschen wieder was geändert. Und zwar, ja, laufen wir mal durch. Das da hinten machen wir am Schluss. Ja, was gibt's Neues? Dann laufen wir mal die Straße entlang. Hier gibt's im Moment noch nichts Neues. Ich fliege mal, da geht es ein bisschen schneller. Was habe ich da neu? Was war denn das jetzt alles? Ja, genau. Da kommen wir auch schon zu dem ersten Teil. Ihr seht schon da oben. Und zwar haben wir hier eine Rockfabrik. Sieht man jetzt von daher nicht. Ich gucke jetzt mal extra nicht rein, so dass die Spannung hoch bleibt. So, hier haben wir den Eingang. Hier ist das Ticketverkauf. Und hier haben wir diese Riesenhalle. Und hier die Bühne. Hier oben haben wir dieses Mischpult für die Leute, die wo die Musik einstellen und den Sound regeln und sowas. Das ist das. Hier, wie gesagt, das Ticketverkauf. Hier die Bühne mit zwei riesen Leinwänden links und rechts an der Seite. Oben das Mikrofon und links rechts ist der VIP-Bereich. Und hier, wie gesagt, die Lightshow und daran, wo sie befestigt ist. Das wäre das für den Anfang. Also, wie gesagt, das hat auch sehr lange gedauert, bis ich das gehabt habe. Außenrum habe ich extra Glas gemacht, dass man von außen reingucken kann. Und wie ihr seht, hat hier mehr als genug Leute Platz, um hier richtige Party zu machen. Ich habe noch überlegt, ob ich da oben und überall noch ein paar Boxen oder sowas in der Art hinmache, aber das lasse ich jetzt lieber mal, weil das wahrscheinlich auch nicht besonders gut aussehen würde, wenn das so, wenn ich da oben in der Ecke jetzt noch Boxen oder irgendeinen Scheiß mache. Dafür haben wir hier links und rechts und hinten an der Wand ebenfalls diese Boxentürme, wie es so üblich ist, wenn man Konzerte hat. So, das war der erste Teil. Dann hat sich die Straße ein bisschen vergrößert. Ich fliege jetzt mal schneller und fliege mal querfeld ein. Und zwar hier an der Tankstelle vorbei. Und zwar, da kommen wir auch schon zum nächsten, zu dem großen Turm. Den habe ich hier mal so hingezimmert. Also der ist echt riesig groß. Den kann ich jetzt mal so. Und da hinten seht ihr auch schon das andere neue. Aber das zeige ich euch erst am Schluss, weil das das geilste ist von alle. Also wie gesagt, das ist ein Turm, rund gebaut und dann jeweils immer eins nach innen gesetzt und jeweils 7 Blöcke hoch, so lang bis du oben angekommen bist. So, und dann seht ihr hier auch schon den nächsten neuen Teil. Hier seht ihr noch einmal groß geschrieben, Rockfabrik oben angeschrieben. Und hier kommen wir zu unserem Schwimmbad. Der Eingang ist hier. Hier ist das Tickethäuschen, also die Eintrittskarten, Kinder, Erwachsene, bla bla bla. Und hier kommen wir jetzt zu dem Schwimmbad. Dann fangen wir gleich mal an bei dem großen Becken. Wie ihr seht, hier wunderbar die schwarzen Streifen, wie es in den Schwimmbädern üblich ist. Und als ein Bahnschwimmer, was das ist, werdet ihr gleich sehen. Und zwar ist das hier mein Sprungturm. Wir gehen mal hoch auf den höchsten Punkt. Dann klettert man einfach hoch. Oben ist dann das und hier seht ihr, hier könnt ihr dann runterspringen. Hervorragend. Klappt alles wunderbar. Dann kommen wir erst zu dem kleineren Teil. Und zwar ist das hier dieses Kinderplanschbecken, was ich gebaut habe. Mitte in der Mitte so. Das sollte dieser typische Pilz sein, wo immer das Wasser runterläuft bei den Kinderdinger. Also wie ihr seht, es ist bloß ein Block tief, also kindermäßig halt, ne? Hier habe ich dann ein paar Liegen hingebaut für Leute. Hier eine Picknick-Ecke,
Hier haben wir eine Tischtennisplatte zum Spielen. Und jetzt kommen wir natürlich zum großen Act in diesem Schwimmbad. Wie ihr seht, hat er hier auch überall Bäume hingepflanzt, dass das nicht alles so kahl aussieht. Und die Wiese ist natürlich dann für die Leute zum Hinlegen mit ihren Handtüchern oder was, der Geier was. So, hier ist der Eingang zur Riesenrutsche. Da müssen wir da hochlatschen, bis wir ganz oben sind. Vielleicht mache ich da noch ein Geländer hier, dass man an der Seite nicht runterfällt. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber ich denke mal, ich werde das lassen. Hier haben wir alle Boote, was man dazu braucht. Ich habe aber schon eins hier im Inventar und jetzt wollte ich euch das gleich mal vorführen. Man nehme Boot, stellt es in Wasser und setzt sich rein. Und jetzt muss man eigentlich nur noch nach vorne drücken und dann geht ab die wilde Fahrt. Gib's ihm und los geht's. Ab die Post und nach unten. Das macht doch Spaß hier. Jawohl und flatsch. Sehr schön. Wunderbar. So, das war das. Also vielleicht mal gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwelche Umkleidekabinen noch mit dazu mache. Das werde ich wahrscheinlich dann noch machen. So, das wäre das zu dem Schwimmbad hier. Oh ja, stimmt. Hier sind diese, haben wir ja noch ganz vergessen zu sagen, hier sind diese Blöcke zum Reinspringen. Und wie ihr seht, haben wir hier von hier besser zu sehen drei verschiedene Höhe, was die Sprungtürme angeht. Und hier halt nur diese einzelnen Bahnen zum Reinspringen. So, dann werde ich hier wahrscheinlich vielleicht eventuell noch ein paar Umkleidekabinen hinmachen. Das wird aber noch kommen. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight, was ich mal so sagen darf. Also das Ding ist mir wirklich absolut gut gelungen, muss ich sagen. Und zwar, ihr seht es schon selber, da hinten steht es. Ich habe ja gesagt, ich mache eine Basketballhalle und da ist sie. Ein Riesenapparat. Sieht absolut hervorragend aus. Muss noch dazu sagen, hier diesen Parkplatz habe ich ebenfalls gesperrt und einen Durchgang gemacht. Da kann man hier entweder wieder in das Volleyballstadion oder hier links weiter und rum um die Kurve und dann kommen wir zu unserem Basketballsender. Das habe ich da oben abgekürzt mit BC. Ich wollte es nicht ganz hinschreiben, weil mir das zu blöd ist, jedes Mal auch alles hinzuschreiben. Hier seht ihr die Wege. Die gehen komplett außenrum. Zumindest mal diese drei Seiten da hinten. Und da das dann nicht so dunkel ist, habe ich hier wieder diese Lichtblöcke hingemacht. Und jetzt wollen wir hier mal reingehen und ihr werdet sehen, die Tribüne gehalten wie immer, fünf Reihen nach oben. Oben komplett außenrum wieder diese Lichterblöcke, dass es schön hell ist. Ja, jetzt habt ihr euch gefragt, wie zum Geier macht der seine Basketballkörbe? Ja, hier seht ihr es. Und zwar habe ich einfach diese kleinen, dünnen Stäbe genommen, was ich beim Minigolf drüben auch genommen habe und habe die einfach so dahin gemacht und unten drunter ein Spinnennetz. Sieht absolut hervorragend aus, ist mir wunderbar gelungen, muss ich sagen. Die Anzeigetafel hier, seht ihr ja selber, ein Riesending, sieht absolut geil aus, passt hervorragend rein. Und dieses Dach da oben, das war mal ein Versuch, ich wollte nicht immer nur ein gerades Dach haben. Also habe ich hier ein halbrundes Dach hingezimmert, was ich finde, was absolut geil aussieht. Und hier seht ihr es mal besser vielleicht. Und ich finde, das Ding ist mir absolut geil gelungen. Und ich muss sagen, also ich habe mich da echt selber übertroffen. Das Feld an sich ist auch groß genug. Ja gut, ich hätte es vielleicht ein bisschen länger machen sollen. Vielleicht so 5 oder 10 Blöcke nach links und nach rechts. Aber jetzt ist es halt immer so. Hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist die Auslinie. Dieser runde Halbkreis von der 3-Meter-Wurflinie. Der Freiwurflinie ist natürlich dann hier auch schon mit integriert. Und ja, wie ihr seht, sieht super aus. Also ich kann es nur jedem
empfehle, falls er das irgendwie mal nachbauen will. Also sieht sehr gut aus. Wenn ich irgendwann noch mal weit genug bin und das Ding immer weiter und weiter und weiter wächst, dann werde ich diese Karte dann dementsprechend auch als Download mit ins Video reinstellen. Also für Leute, wo das dann unbedingt mal haben wollen, werde ich das irgendwann auch als Download machen. So, dass ihr eigentlich gar nichts machen müsst und das einfach nur runterladen müsst und dann habt ihr eure Karte. Und dann könnt ihr das selber sehen und könnt noch weiterbauen, je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt. Also ich finde, mit diesem Blick hier in dieses Wahnsinns-Basketball-Sender gehen wir jetzt mal wieder raus und ich glaube, das war's dann auch. Also diese Ecken habe ich hier genauso wie im Tennisstadion, im Fußballstadion gemacht. Und ich denke mal, das sieht sehr gut aus. Ich wollte höchstens eins noch. Den Baum werde ich jetzt wegmachen, weil der mich da stört. Also ich habe probiert, irgendwie was außen rumzubauen, aber das Ding ist so gewaltig, da hätte ich viel, viel mehr große Platz gebraucht. Aber alles mit der Zeit. Hier seht ihr jetzt noch einmal das Schwimmbad in Großaufnahme. Also wie gesagt, da werden noch ein paar Umkleidekabinen noch dazukommen. Vielleicht noch eins, zwei Tischtennisplatte, ein paar Liege oder sonst irgend sowas. Und ich wollte nur sagen, die Straße ist bis dahin gegangen. Die wird dann da noch weiter geradeaus gehen und hier wieder links rum entlang am Fußballstadion. So, und mit diesem Wahnsinnsblick jetzt von hier oben werdet ihr ja mal unschwer erkennen können, dass das hier unglaublich gut anwächst. Also es wird langsam von der Größe her. Ja, das andere muss ich noch ein bisschen. Hier seht ihr auch jetzt noch mal das Basketballding von oben. Also ich finde, es sieht hervorragend aus und es ist mir sehr gut gelungen. Und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, also es nimmt langsam Form an die Stadt. Und was als nächstes kommt oder was ich noch bauen werde, das weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Das mache ich dann immer, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Ich habe mich aber auf jeden Fall noch einmal dazu entschieden, ein Mega-Labyrinth zu bauen. Auch wenn mich das Stunden oder Tage dauert, bis das fertig ist, aber ich werde noch mal so ein dreistöckiges Mega-Labyrinth auf jeden Fall bauen. Wie groß das wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Das werde ich dann sehen. Fakt ist, das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch und wann ich das anfange, das weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich jetzt erstmal ein paar mehr von deinen großen Türmchen machen. Hier solche Hochhäuser noch, wo Lichter an sind, werde ich noch ein paar hinzimmern. Vielleicht noch solche Türmchen oder sonst irgendwie. Also ich weiß es nicht ganz genau, wie es weitergeht, was ich als nächstes baue. Ich denke mal, dass ich erst einmal die Straße, wo da hinten ist, erst einmal hier außen rum um Stadion mache und wieder da hinten her. Das wird wahrscheinlich das Erste sein, was ich mache. Dann vielleicht eventuell irgendwo da hinten neben dem Stadion noch einmal einen großen Parkplatz vielleicht. Und ja, wie auch immer. Mein Junior wird dann wahrscheinlich nächste Woche vielleicht dann auch noch einmal irgendwie was bauen, so Art, was weiß dann ich, keine Ahnung, so Solarzellen oder sonstige oder Energiespeicherdinger. Das wird der wahrscheinlich auch noch bauen. Vielleicht noch eins, zwei Häuserchen. Was noch vielleicht demnächst jetzt kommen wird, ist dann ein Restaurant, was ich machen werde. Das kommt auf jeden Fall noch. Wo ich das hinbaue, weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Vielleicht gehe ich hier in die Richtung weiter, vielleicht gehe ich da hinten am Schwimmbad hinten weiter. Mal gucken, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Falls ihr irgendwelche Vorschläge haben solltet, könnt ihr mir das natürlich gerne schreiben. Oder wenn ich irgendwas bauen sollte, was vielleicht nicht allzu kompliziert ist. Als Hermi, ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Ansonsten werde ich irgendwas
abbauen, was ich auf der Xbox habe. Und lasst euch einfach überraschen, ihr seht ja, es geht weiter. Und es ist eigentlich alles relativ einfach gebaut. Also es kann jeder Idiot, kann das nachbauen. Also da ist jetzt nichts mordsmäßig Kompliziertes dabei. Entschuldigung. Also bis dahin, bleibt mir treu, schaut noch schön weiter die Videos. Und wie gesagt, grüßt mir die Hühner.